bist groß, Herr, und allmächtig. Du bist stark und majestätisch. Alle Ehre gehört dir, Herr. Es gibt keinen, der dir dem alle Anbetung gilt, bist du mein Herr Jesus. Der einzige Grund zu leben, Herr, bist du für dich, oh Jesus. Wahrheit, Herr, find ich nur bei dir, sie ist mein Weg und sie setzt mich frei. Einen fetten Applaus. Danke, Jesus. Halleluja. Halleluja. Seid ihr bereit, heute Morgen den Herrn zu preisen? Oh, das war schwach. Seid ihr bereit, ihn zu preisen? Okay. Every breath that I take, I praise you.
everything is all for you, you. Whoa, oh, oh, you, you. Everything is all for you, you. We're living each day for you, you. Everything is all for you, you. Whoa, oh, oh, you, you. Everything is all for you, you. We're living each day for you, you. Everything is all for you, you. Whoa, oh, oh. Everybody get up if you love it. Everybody get up and praise Him. Everybody get up, if you're free, and give Him the praise. Everybody get up, if you're loving. Everybody get up and praise Him. Everybody get up, if you're free, and give Him the praise. Everybody, everybody get up, if you're loving. Jesus, wir danken dir für diesen neuen Tag, wo du uns geschenkt hast. Lord, we thank you for this new day that you have given us. Wir danken dir für dieses Wake Up dieses Jahr. We thank you for everything this year. Und wir wollen einfach erwarten, dass du an Wake Up einfach mächtige Dinge bewegst. And we believe that this year at Wake Up you will do mighty things. Segne diesen ganzen Tag heute. This whole day today. Ob es der Gottesdienst ist, ob es die Workshops sind. Whether it be the service or the workshops. Oder auch die Gemeinschaft, wo wir haben. And also the fellowship today, Lord. Segne du uns. Bless us. In Jesu Namen. Amen. In Jesus' name, amen. 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 Guten Morgen alle miteinander. Good morning, everybody. Habt ihr alle gut geschlafen? Did you all sleep well? Nicht. Warum habt ihr nicht gut geschlafen? Why didn't you sleep well? Zu kalt. Too cold. Wem war es zu kalt? Die Hände hoch. For whom was it too cold? Ah, das sind zu wenige. That's not enough. Ich möchte zum Anfang gleich ein paar wichtige Sachen sagen. I just have a few announcements in the beginning. Das Thema Heizung im Massenlager. To the topic of heating in the common sleeping area. Manche haben sich beschwert, es war zu kalt. Some said that they thought it was too cold. Andere war der Heizung zu laut. For others, the heating was too loud. Wem war die Heizung zu laut? For whom was the heater too loud? Okay, das sind mehr, deswegen gibt es gar keine Heizung mehr. So that's more people. So there's no more heat. Nee, also kein Witz, weil das ist echt das Problem, wenn das morgens um 4 Uhr angeht, ist es extrem laut. Right? If it goes on at 4, it's very loud, right? So werden wir abends so richtig einheizen. So we'll really get it going in the evening. So dann erstmal so kurz und dann immer mehr anziehen, umso später das wird. Yeah, and it'll always decline as it gets later. Von dem her, stellt euch drauf ein, heute Nacht wird mal ohne Heizung. So try to prepare yourself, there will be no heating during the night. Okay, das ist das eine. One thing. Dann wurde ein Zugticket gefunden. Then somebody found a train ticket. Und zwar von Villingen-Schwenningen nach Regensburg. From Villingen to Regensburg. Genau. Wenn jemand vom am 1.1., wenn jemand dieses Zugticket vermisst. If somebody is missing this ticket for the 1st of January. Da hinten, okay. Komm vor, hol sie ab. Why don't you come get it? Dann noch mal kurz was zu den Sanitätern. One more thing to the Sanitätern. Ja, wir haben, doctors, okay. Wir haben zwei Personen, die für zuständig sind. We have two people who are in charge of this. Das ist einmal der Benny Zeyer als Arzt. One is Benny Zeyer, the doctor. Und einmal Christian Neumann als Sanitäter. And Christian Neumann, who is a. Könnt ihr zweimal aufstehen? Seid ihr beide da? Are they both here? Could you stand up? Also der hinter mit dem Kind, das ist Chrissy. Aber ich nicht seins, aber trotzdem verheiratet, tut mir leid. Er übernachtet hier im Massenlager. He will be spending the night in the common sleeping area.
Benny übernachtet außerhalb. Benny is sleeping outside. Also wenn ihr irgendwas, also nachts ist immer nur Christian Ansprechpartner. So if you have something during the night, then please speak to Christian. Okay, wenn ihr irgendwie Hilfe braucht, geht zu den Ordnern und die werden dann alles weiter in die Wege leiten. Yeah, and if you have any other questions, you can go to the other people and they can direct you to the right person. Okay, das war's von meiner Seite aus. That's it for now. Ich freue mich jetzt auf Price. Was? Price? Wo ist Price? Okay. We're expecting Price. Und zwar wird uns Price mit was ganz Besonderem erfreuen heute Morgen. He's got a special presentation today. Are you going to say something before him? Yeah. Right. Just a little bit of hip hop is always a wake up call, right? Ein bisschen Hip Hop ist immer etwas zum Wachwerden. So I have a song called New World. It's all about love. Ich habe ein Lied, das heißt Neue Welt. Es geht um die Liebe. And I'd love to present that. Und das will ich heute präsentieren. Ja. Yeah. Okay. Boy still kicking, guess who's back? Prize, I reflect, new world. Relax your mind, time's got away. We scoop the world, we go to space. Catch you, I'm the fun kind of monster. Baby, we could run around like a roller coaster. I will be your host, you don't worry about a coaster. My dive for you, when you wanna go to coaster. It's the start of our adventure tonight. Peradventure, this cover that I mentioned. The chance we gonna tame the world. Straight to the section, just follow my direction. Land in my affection, heartfelt attraction. Will all your wishes turn to kisses, right a beat of action. I'm a chicken, abracatabra. No tricks like a liar, but rather be your rider. Black and yellow plus one, I'm black like a zebra. Check it out, girl, us will soar up to the top. We can pace slow in the sky like a hawk. I'll be a lamplight to the world like a fire. New world, come on. Take my love around the world. Take my love around the world. Come on, let's go. Take my love around the world. Look, I will never stop, nor will I ever retire. Straight to the top of the tip of the highest tip. A tip could be also pissed, a sip could be also pissed. And rock could be also war for war, she better roll. Ain't no Captain America, but Captain Nigeria. Prize, I reflect, I'm the one for Nigeria. And everywhere the media, but this is like the Divya. Johnny Drew's face, you could call it a chase. Call it a base, you could call it my face. My dream girl exception, angel, my fairy tale. Yeah, I gotta mention, that's my perception. Heart so infectious, love so contagious. And I'll be your phantoms, you be my opera. Just like the old school, I'll be your emperor. I'll be your warrior, girl, I'ma be the anchor. So buckle up, girl, let's dive to adventure. Come on. Take my love around the world. Take my love around the world. Let me hear you sing it. Let me hear you sing it. Come on. Take my love around the world. The sky is beauty, right? But girl, you were prettier. You the star of my every night. And like the sun when you put a smile. Champagne for the special night. No more pain, gotta celebrate. Yeah, you know we got all day. Relax your mind, so much pay. Let's make you last, time's gotta wait. I better snap the time and then we run away. I know it's true, what a young love. She's making a man from the boy in me. With the light and the might that we hope to lead. We survive with the world, love is all we need. Can't get enough of your love, you can call it green. Cause I ain't gonna stop, multiply my will. Right? You know what to do. That's why we do what to do. Wake up, come on. Yes, sir. Yes, sir. Price. Come on. Take my love around the world. Take my love around the world. Come on. Yeah. Take my love around the world. Take my love around the world. Thank you so much, ladies and gentlemen.
gentlemen. Much love. Danke dir. Ich habe hier drei Cola-Dosen. I have some Coke bottles here. Und ich habe einen 5-Euro-Gutschein. And I have a certificate of 5 Euros. Für die Bistro-Bar. For the Bistro Bar. Ich brauche drei mutige Männer, die mir helfen hier mit dem Trinken. I need a volunteer man okay, to einer. Help me drink these. Es geht um 5 Euro. Kommt hier hoch zu mir auf die Bühne. Dahinter, jawohl, du auch noch. Und noch einer. You're drinking for 5 Euros. Wer ist gut im Trinken? Jawohl, Applaus. Ihr drei zu mir hoch. Okay. Okay, kommt mal hier ein bisschen zu mir in die Mitte. Why don't you come over here? Okay, stellt euch mal hier auf. Ihr dürft mal die Cola-Dosen schon mal aufmachen. You can, aber bitte noch nicht anfangen. Go ahead and open them, but don't start drinking yet. Also hier nochmal 5 Euro. Also das Ziel ist natürlich, wer als erstes die Cola-Dose leer trunken hat. Course, the trick is, the winner is whoever finishes. Und wir testen es dann, also es darf dann halt einfach nichts mehr rauskommen. Right. Okay. And we'll test it. Nothing is allowed to come out of the bottle, out of the can when you're done. Auf die Plätze. On your mark. Fertig. Get set. Ah, stopp, halt, ihr habt was vergessen. Oh, wait a second. Sorry, I forgot something. Ihr müsst euren rechten Schuh ausziehen. So you gotta take off your right shoe. Ja. Sorry, ich hab das vergessen. I forgot that part. Ich hab mal, du, ah, okay. Und den Socken brauchen wir auch noch. Oh, but take off your sock too, that's better. Ja. Halt den Socken bitte in die Hand nehmen und über die Cola-Dose stülpen. Please pull the sock over the can. Über die Cola-Dose, nein, andersrum natürlich. Dass over wir von the oben top of the kommen. Can, obviously. Oder seid ihr da dafür? Are you guys pro? Okay, also von oben drüber bitte. Ihr seid doch richtige Männer, oder? Pull it over, you're real men, right? Richtig drüber, richtig, jawohl, yeah, sehr gut. There we go, that's looking good. Okay, seid ihr soweit? Are you guys ready? Auf die Plätze! On your mark. Fertig! Get set. Stopp, halt! Oh, I'm sorry. Alle Cola-Dosen tauschen. You need to pass your Coke bottle down one. Okay. Are you ready? Seid ihr soweit? Aber jetzt geht's wirklich los. Now we're really gonna do it. Auf die Plätze! On your mark. Fertig. Get set. Los. Go. Woohoo! Oh, 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 oh. Jawohl. Jawohl. Vorwärts. Ja. Schneller geht da noch was. Applaus. Applaus. Come on. Jawohl, ich fertig. Chug it, baby. No, yet. Okay, fertig. Noch nicht. Bist du fertig? Alle nicht. Anybody done yet? Oh, no. Ein harter Kampf. Wer ist zuerst fertig? Who's gonna be done first? Okay, das. Or maybe not so much. Das lassen wir gelten. Okay, für dich hier diesen 5-Euro-Gutschein. Here's the 5-Euro certificate. Was sagst du da dazu? Sagst du was? Ging so. Und du? Okay. Wonderful. Charming. Okay, für dich den 5-Euro-Gutschein. You get 5 Euros. Und damit du weißt, damit es auch anders schmeckt für dich. Herzlichen Applaus. And you get the can as a memorabilia. Congratulations. Ihr seid spitze. You are the greatest. Nehmt eure Socken, eure Schuhe. Please take your socks. Also ihr dürft euch jetzt überlegen, welche besser waren, die dürft ihr behalten. Yeah, you can keep what you okay, like best. Okay, nochmal Applaus. Good stuff. Okay, das haben die super gemacht. That went pretty well. Ich möchte euch einladen, dass wir jetzt zusammen aufstehen. I'd like to invite you to stand with us again. Wir wollen uns jetzt einfach auch Zeit nehmen, um in Gottes Gegenwart zu kommen. We just want to take the time to be in God's presence. Ich denke, wir haben viel Spaß, aber das Wichtigste ist einfach, dass Gott im Mittelpunkt steht. We have a lot of fun, but the most important thing is that God remains in the center. So Sascha wird uns leiten und lass uns einfach gemeinsam Gott anbeten. Sascha's going to lead us and let us worship God together.
Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen für diesen Morgen, Herr. Ich danke dir, dass du da bist und dass wir wissen, dass deine Gegenwart stark ist, Herr. Herr, du weißt, wo Herzen sind, die nicht dir gehören. Herr, du weißt, wo Menschen mit Problemen da sind heute Morgen. Du kennst jedes Einzelne von uns. Und Herr, wir möchten hier keine Show machen, Herr, oder einfach nur so tun, als ob wir fröhlich sind. Jesus, ich möchte, dass jeder Einzelne, der dich wirklich erfahren hat, das auch zum Ausdruck bringen kann. Denn es ist die größte Freude, die wir je in unserem Leben erleben können, Herr. Und ich wünsche mir das heute. Ich wünsche mir, dass du es segnest, Herr, dass dein Heiliger Geist hier mächtig wirkt. Herr, dass du all das andere wegnimmst. Herr, dass du uns freimachst von Sünde, dass du uns freimachst von Kompromisse. Herr, dass wir uns wirklich ja heute Morgen auf dich konzentrieren können. Dass wir gut starten in Wake Up und dass wir durch deinen Heiligen Geist geführt und geleitet sind. Herr, und ich bitte dich auch für die, die krank sind. Herr, ich bitte dich für die, die in Not sind, dass sie heute Morgen ein Wunder leben dürfen. Dass sie leben dürfen, wie sie geheilt werden. Herr, ich glaube daran, dass du noch dasselbe bist. Oh Vater, dass du heute Wunder tun kannst. Segne du, Herr, und wirke du. In Jesu Namen. Amen. Compromise, I will live for you because of the
Through you, I can do anything. I can do all things, 'cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open, strongholds are broken, 'cause I'm living by faith. Nothing is impossible. Kurz, ich habe gedacht, wir sind auf einer Jugendveranstaltung. Ihr steht da wie 70-Jährige, die sich nicht bewegen können. Okay, und wenn wir Jesus im Herzen sind, sind wir freudige Menschen. Ja? Ich weiß, ihr seid vielleicht müde und noch ein bisschen verfroren, aber es ist ganz wichtig, wenn man den Herrn preiset, dann ganz, also im Körper auch. Ja? Wir Deutschen sind da ein bisschen reservierter, dürfen wir lernen von unseren ausländischen Freunden und Brüdern und Geschwistern. Also, wenn dieser Interlude kommt, wo wir sagen, nothing is impossible. Und da, wo die Instrumente, genau, dann will ich, dass ihr alle anfängt mit Springen, okay? Das üben wir jetzt mal, okay? Ich mache nur diesen Part, okay? Ihr könnt auch gern
den Nebenmann in den Arm nehmen, nein, nicht in den Arm nehmen. Motiviere mitzuspringen, okay? Es gibt ja Konservative, aber ist okay, die kriegen wir auch noch rum. Jetzt war auch so, wir singen das einmal dieses Do you the blind eyes are open, okay? Und dann, wo dieser Interlude kommt, möchte ich euch springen sehen. Do you blind eyes are open? Songs are broken. I'm living my faith. Nothing is impossible.
Nächste Lied heißt When Everything Falls Apart, und es bedeutet so viel wie wenn alles auseinanderbricht, wenn alles, ja wirklich, wie wenn dein Boden und deinen Füßen weggezogen wird, dann fragt man sich oft, wo ist Gott, wo ist er jetzt, warum lässt er das zu? Und Gott sagt, hey, hör mal zu, du sitzt und du stehst in meine Hand und du kannst niemals tiefer fallen als in meine Hand. Und ich möchte, dass wenn du heute in einer Lebenssituation drin steckst und du nicht weißt, warum Gott es zulässt, lass, dass Gott zu dir heute Morgen redet und sagt, hey, du bist in meiner Hand, du bist in meiner Hand geborgen und ich lasse dich niemals fallen, when everything falls apart. Never leave or forsake me. You said this life is gonna shake me. When you said this world is gonna bring trouble on my soul. This I know, 'cause everything falls apart. Your arms hold me together when everything falls apart. You're the only hope for this heart. When everything falls apart and my strength is gone, I'll find you mighty and strong. Keep holding on, you keep holding on. But hope is rising with the sun. It's rising with the sun. There will be storms in this land, but I know you will overcome. You will overcome. When everything falls apart, your arms hold me together. When everything falls apart,
falls apart, you're the only hope for this heart. When everything falls apart and my strength is gone, I find you mighty and strong. Keep holding on, you keep holding on. Darkness all around me, when I see the tragedy has found me, I still believe your faithful arms will never let me go. Halleluja, Jesus. Ich möchte dich einladen, dass du jetzt wirklich ins Gebet gehst, dass du mit Jesus redest und ihm das hinlegst, was dir auf dem Herzen gerade ist. Dass du wirklich sagst, Herr, hier bin ich. Herr, sprich du heute Morgen zu mir. Vater, zeig du mir ganz neu, was du eigentlich möchtest. Herr, ich möchte heute Morgen hören, was du zu sagen hast. Ich möchte euch wirklich einladen, geht jetzt ins Gebet und spricht mit eurem Gott. Sprich mit Jesus, der da ist. Sprich mit ihm jetzt. Halleluja, Herr. Herr, wir möchten zu dir kommen, Herr. Oh Gott, wir möchten dich preisen und dich loben, Herr. Oh, du bist so gut, Herr Jesus, Herr. Danke für deine Gegenwart. Oh, danke, Jesus, dass du da bist, Herr. Fülle du den Raum, Jesus, Herr, mit deinem Heiligen Geist, Herr. Halleluja, Jesus, Herr. Halleluja, Jesus, Herr. Kusham barantese. Lanamusu baranteke. Nariantubushande barate. Tosam barate. Ich habe wie so ein Bild vor Augen. Vielleicht kommt der Übersetzer noch auf die Bühne. I have a picture in front of my eyes. Oh, thank you. Und es ist jemand, der eine Kette am Bein hat mit einem riesen Klotz dran. It's like someone having a long chain with a big weight on his leg or her legs. Und auf deinem T-Shirt, da steht, ich liebe Jesus. And on your T-Shirt, you can see, I love Jesus. Und auf dem Rücken, ich vertraue ihm nicht. And on the back of your T-Shirt is, I don't trust him. Und Jesus sagt, Jesus says, mein Kind, my child, warum vertraust du mir nicht? Why don't you trust me? Vertraust du mir nicht, dass ich ein Gott bin, der Gutes für dich möchte? Don't you trust me that I'm a God that has only good thoughts for you? Wie viele Dinge hast du denn schon ausprobiert, die nicht funktioniert haben? How many things have you tried that didn't work out for you? Und wie oft habe ich dir gesagt, dass du es nicht tun sollst? And how many times have I told you not to do that? Und wie oft bist du wieder zu mir gekommen und hast mich darum gebeten, dir wieder Frieden und Freude zu geben? And how many times did you come running back to me and I told you and I gave you peace and happiness again? Und jetzt schämst du dich, wieder zu mir zu kommen. And now you're ashamed again to come to me. Du sagst, ich vertraue dir nicht mehr, dass du mir wirklich meine Sünden wieder vergeben kannst. And you're saying, I don't trust you that you'll forgive me my sins. Und dieser Klotz in deinem Bein, der hindert daran, dass du wirklich im Glauben wachsen kannst. And this weight on your leg is holding you back from really growing in spirit. Du hast dich selber verurteilt. You've condemned yourself already. Du hast mich, Gott, in eine Schublade gesteckt, wo ich gar nicht drin bin. You've put me, God, into a shelf where I want to be. Und ich möchte dir vergeben.
And I want to forgive you. Weil ich dich unendlich liebe. Because I love you so much. Aber ich will, dass du dein Herz mir ganz gibst. But I want you to give me your heart completely. Dass du aufhörst, Kompromisse zu machen. Stop making compromises. Dass du endlich auf mein Wort hörst. Listen to my word. Ich liebe dich, mein Kind. I love you, my child. Und ich möchte dir gerne vergeben. And I really want to forgive you. Und wenn du aufrichtig zu mir kommst, ich werde diese Ketten abschlagen. And if you come to me honestly, I will cut away those chains, those Ich werde dich reinigen. I will cleanse you. Ich werde dir Freude schenken, wie du noch nie zuvor erlebt hast. I will give you joy that you've never experienced before. Ich gebe dir einen Frieden, den du noch nie erfahren hast. I will give you freedom, peace that you've never experienced before. Ich möchte, dass du mich ernst nimmst. Take me serious. Ich möchte nicht, dass du mich nur gebrauchst. I want you to use me for real. Und dass du wirklich mich gebrauchst als ein Freund. That you take me as a real friend. Als einer, der mit dir durchs Leben geht. Someone who will go with you through life. Ich frage dich heute Morgen. And I'm asking you this morning. Möchtest du eine echte Freundschaft mit mir? Do you want a real relationship, real friendship with me? Möchtest du eine echte Freundschaft mit mir? Do you want a real friendship with me? Denn ich will sie. Because I want it. Und ich biete sie dir heute Morgen ganz neu an. And I'm offering it to you this morning again. Leg diese Ketten ab. Take off those chains. Und vertrau mir wieder. And trust me again. Wenn Jesus zu deinem Herzen heute Morgen gesprochen hat, if Jesus spoke to your heart this morning, ich möchte dich bitten, dass du gar nicht wirklich mitsingst, sondern dass du jetzt wirklich mit Jesus redest. I would like to ask you not even to sing necessarily, but to speak to Jesus right now. Und dass du ihm wirklich ganz neu deine Freundschaft anbietest. And that you really start a new and fresh relationship, friendship with him. Und ertränke mit meiner Schuld in mir und all die Ketten, die mich binden, wiegen heute schwer. Ich will nicht, dass du mich dort wiederfindest, wo ich hergekommen bin. Ich will nicht mehr dorthin. Ich weiß, du trugst die Sünde weiter, als es ist von Ost nach West. Und ich stehe vor dir heute, als wär sie nie passiert. Doch wieder frage ich dich, reicht deine Geduld auch für meine nächste Schuld? Jesus, bitte zeig mir doch, weil es ist von Ost nach West. Denn ich will niemals mehr zurück dahin, zu dem, der ich gewesen bin. Halt mich mit deinen Gnaden Armen fest. Am Kreuz zeigst du, wie weit es ist von Ost nach West, von einer Narbe zu anderen. Tag für Tag fängt dieser Krieg von vorne an. Der Sturm weht deine Wahrheit vor und wieder klopft die Sünde an. Und wieder frage ich mich, reicht deine Geduld auch für meine nächste Schuld? Jesus, bitte zeig mir doch, wie weit es ist von uns. Ich gewesen bin, halt mich mit deinen kleinen Armen fest. Und was zeigst du, wie weit es ist von Ost nach West, von einer Narbe zur anderen.
weißt, du bist mich rein. Durch dich kann ich ganz sein. Dein Friede bringt mich durch die Nacht. Du lässt mich nicht allein. Dein Gefühl trägt dich in dich, sondern nur was du versprichst. Und nicht ich halt mich an dich, sondern Jesus, du hältst mich. Jesus, du nur weißt, wie weit es ist von Ost nach West. Denn ich will niemals mehr zurück dahin, zu dem, der ich gewesen bin. Halt mich mit deinen nahen Armen fest. Was sagst du, wie weit es ist von Ost nach West, von einer Name zu anderen. Halleluja, Herr. Wir möchten uns jetzt vorbereiten auf das Wort, was Gott heute Morgen für uns vorbereitet hat. Und wir möchten noch ein Lied singen, wo es um Heiligkeit geht. Und Heiligkeit heißt eigentlich das Absondern. Das Absondern von Sünde und das Absondern von Dingen, die diese Welt so sehr beschäftigen. Und ich möchte dich einladen, dass du jetzt das nächste Lied wirklich singst, im Hinblick, dass du sagst, Gott, ich möchte dein Wort heute Morgen in mir wirken lassen. Ich möchte es aufnehmen und in mein Leben einpflanzen. Sich zu dir und sieht, du bist da.
Herrlichkeit strahlt so schön. Mein Blick hebt sich zu dir und sieht, du bist heilig. Deine Schönheit wird nie vergehen. Staunen singe ich zu dir, du bist heilig. Deine Herrlichkeit strahlt so schön. Mein Blick hebt sich zu dir und sieht, du bist heilig. Deine Schönheit wird nie vergehen. Deine Schönheit. Deine Schönheit wird nie vergehen. Jesus. Jesus. König aller Könige. King of Kings. Herr aller Herren. Lord of Lords. Wir stehen vor dir. We stand before you. Was könnten wir Besseres tun, als dich anzubeten? What could we do that would be better than worshiping you? Lass uns kurz alle noch mal einmal aufstehen. Let us all just stand again for a moment. Ich weiß nicht, ob du es gewohnt bist oder nicht, aber lass uns einfach mal zusammen unsere Hände erheben. I don't know if you're used to it or not, but let us all just lift our hands. Und lass uns einfach mal kurz zu ihm beten. Let us just pray to him again. Jesus. Jesus. Danke für deine Gegenwart hier unter uns. Thank you for your presence in our midst here. Und gerade jetzt laden wir dich ein. And in this moment we especially invite you. Dass du zu uns sprichst. That you will speak to us. Dass du in unser Herz Dinge hineinlegst. That you will put things into our hearts. Direkt von deinem Herz. Straight from your heart. Die uns verändern. That change us. Die uns wahres Leben schenken. That give us true life. Die uns hineinbringen in unsere Bestimmung. That bring us into our calling. Jesus. Jesus. Wir sind hungrig nach dir. We are hungry for you. Wir brauchen dich. We need you. Wir brauchen dich genauso wie Bartimäus dich brauchte. We need you just like Bartimaeus needed you. Wir rufen aus zu dir. And we call out to you, Sohn Davids, Son of David, begegne du uns heute. Encounter us today. Wir lieben dich. We love you. Staunend stehen wir vor dir. We stand before you in awe. Und beten dich an. And praise you. Thank you, Jesus. Ich spüre einfach gerade jetzt, wie einfach der Heilige Geist schon jetzt durch die Reihen geht. I just feel how the Holy Spirit is going through each row. Und wie er euch anrührt. How he is touching you. Danke, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, wir beten an Jesus. Oh. Lass uns zusammen einfach gerade da, wo du jetzt stehst. Sing einfach das, was dir in den Kopf kommt. Just sing your own song ihm to God zu. Right now. Er ist hier. Er ist würdig, angebetet zu werden. He is worthy to be praised. Oh, Jesus. Hallelujah. Du bist der Einzige. Du bist wunderbar. Du bist mächtig. Du bist stark. Du, Herr. Wir lieben dich. Oh, Jesus. Oh, 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 oh.
diesen Moment für dich und Jesus. This is in this moment just das you and Jesus. Das Moment für dich und Jesus. It's between you and Jesus. Du stehst vor ihm. You stand before him. Sag ihm, was du empfindest. Tell him what you are feeling. Wir lieben dich. Hallelujah. So wunderbar in seiner Gegenwart zu sein, oder? Isn't it beautiful to be in his presence? Halleluja, Jesus. Halleluja, Jesus. Amen. 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 Can you give us a stand? Ist nicht schön, auf Wake Up zu sein? Isn't it great to be at Wake Up? Wow. Man. Wisst ihr, ich bin total begeistert über dem, was Gott tut. I'm very excited about what God is doing. Gott tut etwas auf unserem Planeten. God is doing something on our planet. Er tut etwas in Europa. He's doing something in Europe. Und ich glaube, gerade jetzt tut er was ganz Cooles in Deutschland. And I think right now he's doing something really cool in Germany. Und wisst ihr, was mich immer begeistert? And you know what always excites me? Ich darf dabei sein. I'm allowed to be a part of it. Ich habe dem Herrn immer gesagt, als ich auch schon in eurem Alter war. I used to tell God when I was still in your age. Herr, lass mich doch noch viel mehr sehen. God, let me see more. Und wenn ich bei den Großveranstaltungen die Toiletten putze. And even if I clean the toilets at these conferences. Aber ich will dabei sein. But I want to be a part. Lass mich nie verpassen, wenn du irgendwas tust. Don't let me miss when you are doing something. Und ich glaube, das ist der Schrei von euch. And I think this is also your cry. Amen. Amen. Drei Leute. Halleluja. Three people. Hallelujah. Lass uns mal ins Wort Gottes gehen. Let us go to the Word of God. Wir schauen ins Buch Markus. We're going to go to the book of Mark. Und ich lese mal da, vielleicht machen wir es so, ich lese einfach auf Deutsch und die Englischsprachigen lesen einfach in ihrer Bibel mit. Okay? The English speakers will just read along in their English Bibles. Ich lese einfach mal Markus 5. But I'll be in Mark 5. Von Vers 25 an. Starting at verse 25. Und es war eine Frau, die 12 Jahre mit einem Blutfluss behaftet war und vieles erlitten hatte von vielen Ärzten und alle ihre Habe aufgewendet und ihr keinen Nutzen davon gehabt hatte. Es war vielmehr schlimmer mit ihr geworden. Als sie von Jesus gehört hatte, kam sie in der Volksmenge von hinten und rührte sein Gewand an, denn sie sagte, wenn ich nur sein Gewand anrühre, werde ich geheilt werden. Und sogleich vertrocknete die Quelle ihres Blutes und sie merkte am Leib, dass sie von der Plage geheilt war. Und sogleich erkannte Jesus in sich, dass die Kraft, die von ihm ausgegangen war, wandte sich um in der Volksmenge und sprach, wer hat mein Gewand angerührt? Und seine Jünger sagten zu ihm, du siehst, dass die Volksmenge dich drängt und du sprichst, wer hat mich angerührt? Und er blickte umher, um die zu sehen, die es getan hatte. Die Frau aber fürchtete sich und zitterte, da sie wusste, was ihr geschehen war, kam und fiel vor ihm nieder und sagte ihm die ganze Wahrheit. Er aber sprach zu ihr, Tochter, dein Glaube hat dich geheilt. Geh hin in Frieden und sei gesund von deiner Plage. Jetzt gehen wir noch in die Psalmen. Now we'll jump to the Psalms. Wir machen ein bisschen Bibelarbeit hier heute Morgen. Have a little Bible work today. Psalm 44. This is Psalm 44. Und ich lese Vers 4. I'll be reading verse 4. Denn nicht durch ihr Schwert haben sie das Land in Besitz genommen und nicht ihr Arm hat ihnen geholfen, sondern deine Rechte und dein Arm und das Licht deines Angesichts, weil du Wohlgefallen an ihnen hattest. I think it's verse 3 in the English. In English, verse 3. It is not by their sword that they won the land, nor did their arm bring them victory. It was your right hand, your arm, and the light of your face, for you loved them. Jetzt gehen wir noch ins 2. Korinther. And now we'll go to 2 Corinthians. 3.
7 und 8 und dann später 18. 7 and 8. Wenn aber schon die Dinge des Todes mit Buchstaben Stein, in Stein eingegraben, in Herrlichkeit geschah, sodass die Söhne Israels nicht fest in das Angesicht Moses schauen konnten wegen der Herrlichkeit seines Angesichts, die doch verging. Wie wird nicht vielmehr der Dienst des Geistes in Herrlichkeit bestehen? Und in Vers 18, wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt in dasselbe Bild, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn, dem Geist, geschieht. Now if the ministry that brought death, which was engraved in letters on stone, came with glory, so that the Israelites could not look steadily at the face of Moses because of its glory, fading though it was, will not the ministry of the Spirit be even more glorious? And verse 18, and we who with unveiled faces all reflect the Lord's glory are being transformed into his likeness with ever-increasing glory, which comes from the Lord, who is the Spirit. Das Thema von heute ist, schau ihn an. The topic for today is look at him. Könnte auch sagen von Angesicht zu Angesicht. You could even say face to face. Wisst ihr, ich habe ja so drei kleine Kinder. You know, I have three small children. Die sind da draußen und hoffentlich lassen sie noch alles stehen. They're out there right now. I hope that they're leaving everything intact. 5, 3 und 1. 5, 3 and 1 years old. Und die beiden größeren sind Jungs. And the two older ones are boys. Und die sind ziemlich gut darin, Dinge anzustellen, die nicht meinem Plan entsprechen. And they're very, very good at doing things that don't really go in line with what my plan is. Ich weiß nicht, ihr habt wahrscheinlich schon viel gehört, aber wenn das still wird im Haus am Tag, dann habe ich ein Problem. So, you know, I've maybe told the story before, but when it gets quiet in my house, then I know I have a problem. So zum Beispiel, ich schicke einfach eins meiner Kinder und die sollen auf Toilette gehen, ja? So like I'll send one of my kids out and they're supposed to go to the bathroom. I don't want to go, sagen sie dann erstmal. Ich will nicht gehen, they say at first. Und dann sage ich, jetzt geh. And I say, oh, come on, go. Du hältst dich ja schon. Come on, you're already trying to hold it. Kennt ihr das, wenn die Kinder so anfangen zu springen? You know, when they start so doing a little bit of jogging? Ich muss nicht! Like, I don't have to. Jedenfalls, irgendwann gewinne ich und sie gehen. But they don't want to, but then they go. Und dann kommen sie wieder und dann frage ich, hast du Hände gewaschen? And then they come back and I say, did you wash your hands? Ja. Yeah. Komm mal her, ich will mal deine Hände riechen. Come here, I want to smell your hands. Der Seifentest. You know, test if there's any kind of soap. Und dann kommen sie und es riecht einfach nicht nach frischer Seife. And they come and it's needless to say, it does not smell like soap. Sag ich, geh und wasch die Hände. And I say, go and wash your hands. Und dann hörst du nichts mehr. And then you don't hear anything for a while. Und irgendwann bin ich dann gegangen und habe geguckt. And then eventually I get up and I go look. Ich weiß nicht, ob ich es hätte tun sollen. I don't know if I should have done that. Ich hätte meine Frau schicken sollen. Probably should have sent my wife. Und dann komme ich da rein. So I get in there. Das Waschbecken gefüllt mit Seifenblasen. You know, everything is full of like soap bubbles. Diese Pumpflasche für die Seife. The pump for the soap fast leer, is almost empty. Der Stöpsel ist runtergedrückt. He keeps pushing down das the knob. Das Wasser ein bisschen reingelaufen, ja. A little bit of water is coming. Und dann sitzt er da und schäumt und schäumt. And he's sitting there and just scrubbing away. Oh Mann, und dann ist es mir schon passiert, and it's happened to me before, dass ich mein Kind dann im Frust, ja, genommen hab. That I took my child in frustration. Du willst ja, dass dein Kind dir in die Augen schaut. Because you want your child to look in your eyes. Schau mir in die like, Augen, look Kleines. Me in the eyes. Und dann frage ich, warum? And I say, why? Und in dem Augenblick, wo mir das rausgerutscht ist, and in that moment when this slipped out, habe ich die Dummheit dieser Frage festgestellt. I realized how dumb this question is. Glaub mir, das Kind hat auch keine Ahnung, warum. Believe me, this child has no clue why. Gut, dass sie noch nicht so alt sind und sagen können, Daddy, war das eine rhetorische Frage? Yeah, good thing that they're not old enough to ask that. Is this a rhetorical question? Aber wisst ihr, mein Angesicht spricht nicht unbedingt nur Wohlgefallen. Yeah, but you can see that my face does not just speak pleasure. Das ist diese schiere Verzweiflung. There's this sheer desperation. Warum? Why? Und dieses Kind guckt dich dann ganz entgeistert an. And this kid looks at you all perplexed. Aber die wissen ja schon, dass wenn nichts sagen, ist auch gut, ne? You know, but they also know sometimes not saying anything is good. Ohne meinen Anwalt, ne, sage ich nichts. You know, I won't say anything without my lawyer present. Und
Manche von uns, and some of us, manche von uns haben genau dieses Bild von Gott. Some of us have exactly the same picture of God. Manche von uns denken, wenn Gott uns anschaut, dann schaut uns mit diesem Warum-Blick an. Sometimes I think that we think that when God looks at us, he's looking at us with this why. Du bist vielleicht hier und du sagst, das letzte Jahr ist völlig schief gelaufen. Maybe you're here today and you think this last year has been a disaster. Und es sind Dinge vorgefallen, die ich noch niemandem gesagt habe. And things have happened to me that I haven't even told anyone vielleicht yet. Vielleicht bist du das erste Mal hier und du sagst, mein Leben ist nicht gelaufen, wie es vielleicht nach der Bibel okay ist. Maybe you're here for the first time and you know my life hasn't gone the way that the Bible says it's okay. Und das, was du denkst, ist, dass Gott dich anschaut mit Warum? And you think that God is looking at you and saying, why? Wisst ihr, ich stelle mir manchmal so vor, wenn Gott Facebook hätte. Sometimes I ask myself, if God had Facebook. Wer von euch hat Facebook? Who of you has Facebook? Wer von euch hat mehr als ein Profilbild? Who of you has more than one profile picture? Haha, erwischt. Ja, yeah, okay, good. Es ist immer stimmungsabhängig, habe ich festgestellt, ja? Sometimes it's a little bit dependent on mood. Also so bei den Leuten, die bei mir so, mit denen ich befreundet bin über Facebook. Like the people that I'm friends with on Facebook? Da wechselt sich dann immer so dieses Profilbild. The profile picture keeps changing. Ja, dann denke ich mir irgendwie, haben die Stimmungsschwankungen? And I wonder, are they somehow easily, you know, flexible? Weil du willst eine Botschaft damit rüberbringen. Because you're trying to give off a message when you do this. Wenn Gott eine Facebook-Seite hätte. If God had a Facebook page. Und wir wissen ja, wir sollen uns kein Bild von Gott machen. And we know that we shouldn't make an image of God. Aber stell dir das mal vor, was für ein Gesichtsausdruck hätte Gottes Profilbild just für dich? Try to imagine what kind of face expression would God's profile picture have for you. Wie würde dich von diesem Bild anschauen? How would he look at you from this picture? Würde ständig dieses Facebook Profilbild ändern? Would he be constantly changing the picture of his profile? Ich sag dir eins, Gott ändert sich niemals. I'll tell you one thing, God never changes. Sein Angesicht zu dir gegenüber wird sich nicht verändern. His face expression towards you will in never Jesus change. In Jesus hat sich festgelegt. He has made a decision in wie Christ. Wie dich anschaut. How he is going to look at you. Und manche von uns, die sagen, oh lieber das Facebook, wenn der ein Bild hat, oh lieber nicht. And some of us are maybe thinking, man, if God had a Facebook picture, I wouldn't want to look at that. Ich glaube, ich würde das nicht anschauen, wenn ich versagt habe. I don't think God would look at it when I've made a mistake. Wisst ihr, das ist doch die Frage. Würdest du Gottes Bild anschauen, wenn es dir nicht gut geht? And I wonder, would we look at God's face if we weren't doing well? Würdest du das Bild anschauen, wenn du gerade gesündigt hast? Would you look at his face if you've just sinned? Oder würdest du denken, da guckt dich dieses Warum an? Or would you think this why face will be staring back at me? Und ich will mit uns heute eine Geschichte anschauen. And I want us to look at a story today. Wo Jesus eine Frau angeschaut hat. Where Jesus looked at a woman. Und es ist diese Geschichte, wo eine Frau in einer riesen Volksmenge ist. And this is a story of a woman who was in a large crowd of people. Und ähnlich wie bei Bartimäus war es so, dass sie gehört hatte. And similar to Bartimaeus, it was that she heard that he was coming. Sie hatte gehört, dass Jesus in der Stadt ist. She heard that Jesus was in the city. Er war gerade angekommen. He had just gotten there. Und dann war jemand mit einem ganz wichtigen Anliegen zu ihm gekommen. Nochmal. Jemand mit einem ganz wichtigen Anliegen war zu Jesus gekommen. And somebody with a very, very important need came and approached Jesus. Der Synagogenvorsteher, der kam, weil seine Tochter im Sterben lag. The synagogue leader came to him because his daughter laid dying. Und er kommt dann zu Jesus und sagt, Jesus, bitte, er fällt vor ihm nieder. And he comes, Jesus, and he kneels down before him. Heile meine Tochter. And says, heal my daughter. Und dann kommt diese riesen Menschenansammlung, macht sich dann auf den Weg zum Haus von Jairus. And this entire crowd gathers and starts following them to the house of the synagogue leader. Und in dieser Menge, irgendwo, and somewhere in this crowd, war eine Frau, die 12 Jahre lang einen Blutfluss hatte. There was a woman who for 12 years suffered from an issue of blood. Das heißt, sie war 12 Jahre krank. That means she was sick for 12 years. Aber sie war nicht nur 12 Jahre krank. But she wasn't just sick for 12 years. Weil in dem damaligen Umfeld, because in that time back then,
wäre sie mit dieser Krankheit unrein gewesen. She would have at this time be considered unclean. Sie durfte also niemanden anfassen. So she wasn't allowed to touch anybody. Weil diese Person wäre dann sofort auch unrein gewesen. Because the person that she would have touched would have become sie unclean. Sie müsste eigentlich auf der anderen Straßenseite gehen. She would have to walk on the other side of the road. Und rufen unrein. And call out unclean. Damit niemand ihr nahe kommt. So that nobody would come too close to her. Das heißt, sie war nicht nur 12 Jahre krank. That means she wasn't just sick for 12 years. Sondern sie war 12 Jahre total einsam. But also for 12 years she was completely lonely. Du musst dir mal vorstellen, 12 Jahre niemanden, der dir einfach mal den Arm umlegt. Just imagine for 12 years nobody who will even give you a hug. Und sagt, hey, alles wird gut. And just say, hey, everything's going to be fine. Komm, wir sitzen uns auf, ich setz mich neben dich. Come on, let me sit down next to you. Wäre unmöglich. Would have been impossible. 12 Jahre lang. 12 years. Und dann hört sie, okay, Jesus ist in der Stadt. And then she hears Jesus is in the meine city. Meine Chance. A new chance. Was tut sie also? So what does she do? Ja, weil sie muss ja irgendwie unentdeckt bleiben. Because she needs to stay unrecognized. Also geht sie ganz vorsichtig, schleicht sie sich oder gräbt sich durch diese Menge. So very carefully she starts to crawl and weave her way stellt through this crowd. Stellt euch vor, wie viele Leute sie da hat anrühren müssen. Just imagine how many people she would have had to brush aside to get to him. Die müssten ja alle dann unrein geworden sein. All of them would have become unclean. Stellt euch mal vor, wie sie sich überlegt haben muss, mach ich's nicht. Just imagine her thinking about this, do I do aber it, do I not do it? Aber sie war verzweifelt nach dem, dass ich brauche Hilfe, ich brauche Jesus. But she was desperate and she knew that I need help, I need Jesus. Ich brauche eine Heilung. I need a healing. Und ihr war das egal, dass Jesus gerade auf dem Weg war, was ganz anderes zu tun. And she did not care that God was, Jesus was on his way to do something else. Und dann kommt sie und schleicht sich ran. So then she comes in and she starts to sneak up. Und wahrscheinlich hat sie dann immer gedacht, oh, wieder einer unrein. And she probably thought, oh, that person's unclean. Noch wieder einer unrein gemacht. Oh, that one's unclean now. Aber wenn ich bei Jesus bin, dann wird alles gut. But when I get to Jesus, everything will be okay. Und dann kommt sie und fest ihn ganz tief unten auf dem Boden muss sie gewesen sein, weil sie hält ihn unten an dem Gewand fest. So, and then she touches the hem of his garment very low to the ground. Und auf einmal spürt sie in ihrem Körper, Kraft geht aus. And all of a sudden she feels in her body that power is coming up. Und sie weiß sofort, dass sie geheilt ist. And she knows immediately that she is healed. Und dann kommt dieser spannende Augenblick. And then comes this exciting moment. Jesus bleibt stehen. Jesus stops. Sie geht irgendwie schnell ein paar Schritte wahrscheinlich zurück. She's probably trying to sneak back again. Und Jesus dreht sich um. And Jesus turns around. Und dann sagt er, wer hat mich angerührt? And he says, who touched me? Und diese Frage, die hat mich total bewegt. And this question really moved me. Er fragt nicht, was ist passiert? He doesn't ask what happened. Sondern er fragt, wer hat mich angerührt? He asks who touched me. Jesus wusste, was auch immer das Problem gewesen war. Jesus knew that whatever the problem might have been. Für ihn war es kein Problem. For him it was not a problem. Ihm ging es nicht um das Problem. He didn't was not worried about the problem. Ihm ging es um die Person. He was worried about the person. Ich sag dir heute, Jesus hat kein Problem mit deinem Problem. Let me tell you, Jesus does not have a problem with your problem. Aber er dreht sich um. But he turns around zu dir. To you. Dein Problem ist kein Problem für ihn. Your problem is no problem for him. Weil ihm geht es um dich. Because for him it's all about you. Und dein Problem wird begegnet, wenn du bei ihm bist. And your problem will be met when you encounter him. Wisst ihr, was mich total da so angesprochen hat, ist, dass wir eigentlich ganz oft anders sind. And what really spoke to me about this is that we often are very different. Wir sind mehr so die Sensationssüchtigen. We're more people that are sensationalists. Okay, was ist passiert? Wow! We think, what happened? Und dann denkst du vielleicht, ah, bei mir ist nur viel Mist passiert. And then we think, well, in my case, you know, it's more of a mess. Und dann ziehst du dich zurück. And then we shrink back. Aber wisst ihr, Jesus geht es um dich. But for Jesus, it's about you. Um dich ganz persönlich. But you personally. Als Jesus sich dort umdrehte. When Jesus had turned around, da muss sie gedacht haben, oh Mann. She must have thought, oh man. Wie schaut er mich jetzt wohl an? How is he going to look at me now? Jetzt stell dir mal vor, wie sie sich vielleicht überlegt hat. Just imagine now, maybe she was contemplating.
wie viel sie jetzt da falsch gemacht hat, indem sie ja eigentlich als unreine Person sich dort in diese Menschenmenge begeben hat. How much she had actually done wrong as an unclean person going into this crowd of people. Stell dir mal vor, vielleicht hat sie sich überlegt, vielleicht kommt dieser Warum-Blick. Maybe she thought, man, now this why face expression is going to be before me. Aber zuerst einmal lesen wir in der Bibel, dass Jesus sie gar nicht findet. But first of all, we see that Jesus doesn't even find her. Er muss erst noch ein bisschen gucken. He first has to look for her a little Weil bit. Sie kommt nicht sofort und sagt, ach, ich übrigens hier, hallo. Because she doesn't jump up right away and say, it was me. Hey. Zuerst sagen die Jünger, Jesus, das muss jetzt eine rhetorische Frage gewesen sein. Wer hat mich angerührt? The disciples are like, Lord, I think that must have been a rhetorical question. Who Weil, touched me? Hier sind so viele. Because there are so many around you. Und dann steht da, und Jesus blickte umher, um die zu sehen, die dies getan hatte. And it says that Jesus looked around to find the person who had done this. Ich finde das so gut, dass Jesus, obwohl er ja in einer ganz, auf einer ganz wichtigen Mission ist. And that even though Jesus is on a very important mission. Diese sterbenskranke Tochter zu heilen. To go and to heal this dead sick daughter. Die dann später auch starb, als diese Frau geheilt war, kommt die Nachricht, das Mädchen ist tot. And actually it turns out that they get the news that she does die. Und Jesus ist überhaupt nicht in Eile. But Jesus is not in a hurry. Jesus dreht sich um und sagt, wer hat mich angerührt? Jesus turns around and is like, who touched me? Genauso ist Jesus bei dir nicht in Eile. In the same way, Jesus is not in a hurry du with you. Du bist ihm wichtig. You are important to him. Jeder Einzelne ist ihm so wichtig, dass er sich für dich Zeit nimmt. For every single one of us is so important to us that he takes the time. Du, dein Problem ist nicht zu klein und nicht zu groß, nicht zu eklig oder zu schwierig. Your problem is not too big or too small, not too disgusting or too neat. Für ihn bist du die entscheidende Person. You are an important person for him. Er will dich anschauen. He wants to look at you. Interessanterweise war die Frau geheilt in dem Augenblick, als sie Jesus angefasst hatte. Interestingly enough, this woman was healed immediately when she touched Wisst Jesus. Ihr, wenn wir hier auf Wake Up zusammenkommen, so when we come together here at Wake Up, dann darfst du mit der Erwartung kommen, dass dir in deinem Leben Dinge passieren. Then you are allowed to come with the expectation that something will happen in your Und life. Und ich sag euch jetzt, es werden Menschen auf dieser Konferenz geheilt werden. And I'm telling you that people at this conference will be healed. Menschen werden total verändert werden. People will be completely transformed. Warum? Why? Weil wir nahe zu Jesus kommen. Because we come close Wenn to Jesus. Wenn wir zu Jesus kommen und ihn anrühren, when we come to Jesus and touch werden him, Dinge passieren. Things happen. Dinge werden ins Rollen kommen. Things will start rolling. Du wirst Heilung erfahren. You will experience du healing. Du wirst Trost erfahren. You will experience du wirst seine comfort. Kraft spüren. His power you du wirst will feel. Ihn mehr erkennen. You will recognize him better. Weil es einfach seine Natur ist. Because that's just his nature. Als die Frau ihn anrührte, wurde sie geheilt, weil es die Natur Jesu ist. When the woman touched Jesus, she was healed because that is the nature of Jesus. Glaubst du das, dass du Jesus merken wirst, dass du die Berührung von ihm spüren wirst auf dieser Konferenz? Do you believe that you will feel that you have touched Jesus at this conference? Du kannst davon ausgehen. You can expect it. Nicht weil wir so gut sind. Not because we're so great. Sondern weil es in seiner Natur ist, dass er etwas tut, wenn wir uns ihm nahen. But because it's in the nature of Christ that he will do something if we draw near. Er ist mehr als in der Lage und mehr als bereit, dir zu begegnen. He is more than able and more than willing to encounter you. Das finde ich so cool. Warum heilt Jesus dich? Why isn't Jesus in a hurry? Warum heilt er dich? Why will he heal you? Warum wird er dich verändern? Why will he change you? Ganz einfach. Die Antwort auf die Frage ist, weil er der ist, der er ist. And the answer is very simple. It's because he is who he is. Egal was dein Problem ist. No matter what your problem is. Er ist, der er ist. He is who he is. Und er wird das tun, was in Übereinstimmung mit dem ist, wer er ist. And he will do that which is in accordance du with who he is. Du könntest einen Satz schreiben, der heißt, Gott tut, was er ist. You could almost say the sentence, God does what he is. Und so passiert es bei dieser Frau. And that's what happens with this woman. Sie wird geheilt, weil Jesus einfach er ist die personifizierte Heilung. And this woman is healed because Jesus is the personification of healing. Er ist die das Gott auf Erden. He is God on earth. Gott unser Arzt. God our physician. Sie kommt ihm nahe und wird geheilt. She comes close to him and is healed. Aber dann dreht er sich um. But then he turns around. Und hier kommt was ganz Interessantes. And here's something very interesting. Und er fragt, wer hat mich angerührt? And he says, who touched me? Und sie sagt, und sie kommt dann zu ihm. And then she comes to him.
him und erzählt ihm die ganze Wahrheit and tells him the whole truth. Und in dem Augenblick and in that moment, sagt Jesus nicht, dein Glaube hat dich, es steht nicht nur, dein Glaube hat dich geheilt. It doesn't just say that Jesus says, your faith has healed sondern you. Als er sie anschaut, von Angesicht zu Angesicht, but as he was looking at her face sagt to face, er, dein Glaube he says, your faith hat dich heil gemacht. Made you well. Jesus spricht in ihre gesamte Persönlichkeit hinein. God is speaking into her entire person. Nicht nur in dieses eine Problem, diese eine Facette ihrer Sorgen. Not just into this one problem, the one facet of her sondern issue. Er spricht in ihre gesamte Existenz hinein. Into her entire existence. Dein Glaube hat dich heil gemacht. Your faith has made you well. Er spricht hinein in Körper, in die Seele, in ihre Gefühle, in ihr ganzes Sein. He's speaking into her body, into her spirit, into her soul, into her entire being. Und das ist meine Vision für Wake Up. And that's my vision for Wake Up. Das ist meine Vision für mein Leben. My vision for my life. Die Vision für dein Leben. My vision for your life. Dass wir Jesus von Angesicht zu Angesicht sehen. That we would see Jesus face to face. Und dass wir mehr erleben als nur eine Berührung. And that we experience more than just in the touch. Der wir vielleicht ein kleines Problemchen irgendwie loswerden. That we get rid of one little problem. Sondern mein Wunsch ist, dass er uns anschaut und in unsere gesamte Existenz hineinspricht. But my request is that he would look at us face to face and speak into our existence. In jedes tiefste Geheimnis. Into the deepest secret. In jedes tiefste jeden tiefsten Wesenszug von uns. Into the deepest part of our personality. Und dass seine Augen über uns leuchten. That his eyes would shine upon us. Und er sagt, dein Glaube hat dich heil gemacht. And he can say that your faith has made you well. Wisst ihr, manchmal ist es doch leichter zu sagen, Herr, ich habe so ein kleines Problemchen. Sometimes it's easy to say, God, I got this little problem. Das hätte ich gern aus dem Weg. I would like this removed. Aber es ist doch die schwierige Aufgabe, schwierigere Aufgabe, ihn an alles ranzulassen. But it's more difficult to give him access to everything. Manchmal wollen wir doch wie diese Frau dieses eine Problem. Sometimes just like this woman, we want that this one problem. Und dann ziehen wir uns schnell zurück und sagen, Halleluja, mein kleines Problemchen ist geklärt. And then when the problem has been dealt with, we say, Hallelujah, that's it. Wisst ihr, jetzt sind wir noch mal ganz ehrlich. I mean, completely honest. Nehmen wir mal so ein Thema wie Pornografie, okay? This is a topic like pornography. Oder Selbstbefriedigung. Or masturbation. Ah, er hat das böse S-Wort gesagt. Oh no, he said the horrible word. Wisst ihr, dann wollen wir so ein Gebet bekommen. Then we want to receive a prayer. Und ich sag dir, du kannst frei sein durch ein Gebet. And I can tell you, you can be free through one prayer. Und dann gehen wir wieder nach Hause. And then we go back home. Aber wir erlauben Jesus nicht, an dem restlichen Paket zu arbeiten. But we don't allow Jesus to work on the rest of the package. Aber ich sag dir, Jesu Wunsch ist es. And I tell you that it is the request of Jesus. Dass er sagt, dein Glaube hat dich heil gemacht, ganz deine ganze Person. That he would be able to say, your faith has made you well, in all of you. In all die Bereiche darf er hineinschauen. To be able to look into every single area. Und wisst ihr, oft kommen wir von Konferenz zu Konferenz und sagen, wir haben dasselbe Problem wieder gehabt. And a lot of times we go from conference to conference and we admit that we have the same problem aber as wisst before. Ihr, das ist manchmal der Grund, weil wir eine Berührung seinem Angesicht vorziehen. But sometimes it's because we take the touch instead of being face to face with him. Dass wir ihn wirklich an allem, an alles ranlassen. To let him have access to everything. Und das ist unsere menschliche Natur, dass wir viel lieber so diese schnelle Lösung haben wollen. And that's the human nature, that we prefer to have the quick and easy answer. Aber ich glaube, Jesus ist heute hier. But I believe that Jesus is here. Und er dreht sich um. And he turns around. Und schaut dich an. And looks at you. Die Frage ist, wirst du seinen Blick erwidern? The question is, will you look back at him? Mehr als eine Berührung. More than a touch. Als die Leute damals das gelesen haben, when the people back then read this, stellt euch mal vor, just imagine, diese Geschichte, the story, und dann wird das vorgelesen, it's being read, und dann kommt es zu dieser Stelle, wo dann steht, und Jesus drehte sich um. And then maybe it comes to this passage where it says, and Jesus turned. Dann müssen die Juden von damals müssen gesagt haben, the Jews back then must have been like, whoa.
Vielleicht haben sie an Mose gedacht. Maybe they thought of Moses. 2. Mose 33. Exodus 33. Wo Mose zu Gott sagt, Gott, zeig mir deine Herrlichkeit. Where Moses says, God, show me your glory. Und Gott sagt dann zu Mose, okay, pass auf, wir machen das folgendermaßen. And then God answers to Moses, okay, all right, but we'll do it like this. Von Angesicht zu Angesicht wird schwierig. From face to face is going to be difficult. Weil niemand kann mich sehen und bleibt am Leben. Because nobody can see me and remain living. Aber wir machen das so, ich versteck dich in dieser Felsspalte. But I got an idea, I'll put you here in the cleft in the rock. Und dann werde ich meine Hand davor halten. And then I will cover it with my hand. Und dann werde ich vorbeilaufen. And then I will pass by. Und dann werde ich meine Hand wegnehmen. And then when I remove my hand. Und dann kannst du mich von hinten sehen. You will be able to see me from behind. Nur von hinten. Only from the back. Und jetzt kommen wir ins Neue Testament hinein. And now we come into the New Testament. Diese Frau rührt Jesus von hinten an. This woman touches Jesus from behind. Und Gott auf Erden. And God who is on earth. Sagt, es ist eine neue Zeit. And says it is a new time. Und dreht sich um. And turns around. Um sie anzuschauen von Angesicht zu Angesicht. To look at her face to face. Als wenn er eine Predigt hält. As if he was preaching. Eine Predigt ohne Worte. A preaching with no words. Ich drehe mich zu dir um. He's saying, I will turn to you. Und wie wir es vorhin gelesen haben im Korinther, im 2. Korinther. And as we read it before in the part of Corinthians. Wie es da stand, sogar dieser Dienst. Like where it says this ministry. Da war es so, dass Mose noch nicht mal man konnte Mose noch nicht mal anschauen, weil sein Angesicht so von der Herrlichkeit Gottes geglüht hat. It speaks of them not being able to look in Moses' face because it was shining so much from the glory of God. Selbst von diesem ihn nur vom Rücken zu sehen. Just seeing God from behind. Und dann lesen wir alle aber. And then it says, but we all. Schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an. Looked with unveiled faces and reflect the Lord's glory. Und werden so verwandelt in dasselbe Bild. And are thus transformed into the same von image. Von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. From glory to glory. Wie es durch den Herrn den Geist geschieht. Just as it is done through God who is the Spirit. Wow! Whoa. Wir sehen hier dieses Bild von der Herrlichkeit Gottes. We see here this picture of the glory of God. Und manchmal singen wir, Herr, zeig mir deine Herrlichkeit. And sometimes we say, Lord, show me your glory. Ich sag dir, wie Jesus das tun will. Let me show you how Jesus wants to do it. Er zeigt dir Jesus. He will show you Jesus. Jesus dreht sich um zu dir. Jesus turns to you. Sein Angesicht soll leuchten über dir. His face should shine before you. Und als die Frau sich zu ihm umdrehte, and when the woman, oder Jesus sich zu der Frau umdrehte, and when Jesus had turned to look at the woman, da war kein Warum. There was no why. Sondern das Scheinen seines Angesichts. But it was the glow of his appearance. Und darin werden wir verwandelt. And in that we are changed. Darin werden wir verwandelt, vor ihn zu kommen. In that moment we are transformed when we come before him. Ihn anzuschauen. To look upon him. Psalm 44. Psalm 44. Da steht, wie wir, so ein richtig toller Abschnitt, wie wir errettet oder wie Dinge in unserem Leben passieren werden. It talks about how things can go in our life. Denn nicht durch ihr Schwert haben sie das Land in Besitz genommen. It is not by their sword that they won the land. Und nicht ihr Arm hat ihnen geholfen. And their arm did not bring them victory. Sondern deine Rechte. But it was your right hand. Und dein Arm. Your arm. Und jetzt kommt und das Licht deines Angesichts. And here it comes and the light of your face. Es geht nicht um dein Schwert, deine Kraft. It's not about your sword. It's not about your strength. Es geht nicht um dein Können. It's not about what you can do. Es geht nicht um deine Vergangenheit. It's not about your past. Wie schlimm die war. How terrible it was. Weil für Jesus ist dein Problem kein Problem. Because for Jesus your problem is not a problem. Er will dir begegnen. He wants to encounter you. Und er wird die Dinge tun. And he will do these things. Durch das Licht seines Angesichts. Through the light of his face. Dieses Wort, was da steht für Licht, the word here that we have for light, ist so viel wie Erscheinung. Is like a shining. Da kommt sogar appearing. dieses ich bin, ich schau dich bestätigend an. It's like I look at you in confirmation. Nicht warum?
Not like why, sondern mit Bestätigung. But he's confirming something. Ja, ich liebe dich. Yes, I love you. Ja, ich schau dich an. Yes, I'm looking at ja, you. Ja, ich begegne dir, yes, wo du I stehst. Yes, I will encounter you where you are. Und ich gebe dir mehr als eine Berührung. And I'll give you more than just a touch. Ich gebe dir mehr als ein Gefühl. And I'll give you more than just a woo feeling. Mein Angesicht. My face. Scheint über dir. Will shine upon you. Weil du Wohlgefallen an ihn hattest. Because it was pleasing to me. Da steht dieses Wort Gunst oder Wohlgefallen. It says there the word favor. Wenn Jesus sich umdreht, when Jesus turns around, dann schaut er dich voller Gunst an. He looks at you full of favor. Ich will. I want to. Ich will dir begegnen. I want to encounter you. Ich liebe dich. I love you. Ich sehe dich durch mein Werk hindurch. I look at you through my work that's ich been done. Ich sehe dich nicht durch aus dem Licht deiner Vergangenheit. I don't look at you in the light of your past. Sondern ich sehe dich an aus dem Licht meines Werks für dich, sagt Jesus. But I look at you in the light of the work that I've done on your behalf, das says Jesus. Das Scheinen seines Angesichts. The glow of his appearance. Und darum geht es bei diesem Wake Up. And that's what it's about at Wake Up. Ich glaube, er will euch berühren, jeden Einzelnen. I think he wants to touch every single one of you. Aber er will sich umdrehen. But he wants to turn to you. Er will sich umdrehen ganz persönlich zu dir. He wants to turn to you personally. Gerade jetzt hat irgendjemand hier ganz starke Kopfschmerzen und der Herr heilt das im Namen Jesu. And somebody here has a really bad headache and it's going to be healed in the name of Jesus. Weil der Herr ist hier. Because the Lord is here. Wisst ihr, er tut die Dinge, weil er ist, wer er ist. He does these things because he is who he is. Nicht weil wir so toll sind. Not because we're so great. Ja, er findet dich toll. Yes, he finds you aber great. Aber das ist nicht der Grund. But that's not the reason why. Er ist einfach, wer er ist. He is just who he is. Er kann sich selbst nicht verleugnen. He cannot contradict himself. Und so ist er hier, um dir zu begegnen. And that's why he is here to encounter so you. So ist er hier, um dich anzuschauen. He is here to look upon und sein you. Angesicht leuchtet über dir. And his face will shine upon das you. Licht seines Angesichts. The light of his face wird in deinem Leben die Dinge bewirken. Will do these things in your life. Vielleicht können wir alle zusammen aufstehen. Can we maybe all stand again? Und ich will uns eine Frage stellen. And I want to ask us one question. Und die Frage ist die Frage nach deiner Reaktion. And the question is, what will your reaction be? Weil in dieser Konferenz dreht sich Jesus zu dir um. Because in this conference, Jesus is turning around to look at you. Eine neue Zeit ist angebrochen. A new time has come. Eine Zeit, in der wir Gott begegnen können. A time where we can encounter God. Persönlich. Personally. Und durch diese Begegnung werden wir verwandelt in dasselbe Bild. And through this encounter, we are transformed into the same Im image. Im Anschauen seiner Herrlichkeit. As we look upon his glory. Werden wir verwandelt in dasselbe Bild. We are transformed into the same image. Von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. From glory to glory. Wir wollen jetzt uns eine Zeit nehmen, in der wir einfach in eine Zeit der Anbetung gehen. We want to take some time where we really just come into a time of worship. Und ich werde das so machen, dass wir sich jetzt bis drei zähle. And I want to do something where I will count to three. Und wenn ich auf drei gezählt habe, and when I have reached three, dann wollen wir dies so nehmen, wie es in der Geschichte war, okay? Then we want to take this as it is in the story. Und auf drei darfst du aus der Menge heraustreten. And then at three you can step out of the crowd. Um vor ihn zu kommen. To come before him. So richtig sowas tun, ja? So really, we're really gonna do something. Wo wir sagen, ich will diesen Blick begegnen. To say, I really want to meet
his face. Und ich glaube, dass einige hier sind unter uns und du brauchst wirklich eine ganz starke Antwort in irgendwo einer Situation. And I believe that there are people here that in a certain situation you really need an answer. Und wir werden auch mit dem Ministry Team dann noch durchgehen. Wir werden Hände auflegen. And we will go through with the ministry team and lay hands on. Aber lass uns diesen Morgen nutzen, um zu sagen, ich will dir begegnen, Jesus. But let us use this morning to say, I want to encounter you, Jesus. Heraus. I will step out. So trittst du dann heraus aus deiner Reihe und du kommst hier nach vorne und zu sagen, Jesus, ich erwider deinen Blick. In the same way, we will step here out of the crowd, come forward and say, ich trete vor dich. God, I will come before you. Und sage, egal was auch an Scham oder an Verletzungen mit dem verbunden ist. And to say, no matter what kind of shame or pains stellt are connected euch vor, to this. Diese Frau musste in dem Augenblick all das hinter sich lassen. Just imagine, this woman had this moment had to leave all that behind. Vielleicht war da Furcht. Maybe she was afraid. Vielleicht war da Schande. Maybe she was shamed. Vielleicht hatte sie richtig, oh Mann, jetzt muss ich mich hier bloßstellen. Maybe she thought, man, I'm going to be put on the spot now. Wahrscheinlich kannten die meisten sie und ihr Problem. Probably most people knew her and her problem. Aber Jesus nimmt sich Zeit für dich. But Jesus takes the time for you. Also werde ich bis 13. Eins. So I'll count to three. One. Und dann kommst du nach vorne, okay? Und begegnest ihm. Und wir wollen gleich anfangen in so eine Anbetungszeit hinein. And we'll step out and come forward to encounter Zwei. Him. Two. Jesus ist derselbe. Jesus is the same. Er ist derselbe gestern. He is the same yesterday, heute, today, und in alle Ewigkeit. And in all eternity. Sein Blick hat sich nicht verändert. His face has not changed. Seine Einstellung hat sich nicht verändert. His opinion has not changed. Seine Treue hat sich nicht His verändert. Faithfulness has not changed. Seine Leidenschaft für dich hat sich nicht verändert. His passion for you has not changed. Drei. Three. Komm einfach und lass uns ihn anbeten. Come lass uns ihm begegnen. And von Angesicht zu Angesicht. Ministry Team möchte euch einladen, dass ihr nach vorne kommt. Und dass wir wirklich Hände forward. Auflegen. We really lay hands on. Und Gott will auch dir eine Berührung schenken in deinem Leben, da wo du stehst. So God will give you an encounter und in dem Namen Jesu proklamiere ich gerade jetzt Heilung an diesem Ort. And in the name of Jesus, I proclaim healing. Schmerzen müssen jetzt gehen. Pain in the back, let's go. Komm weiter nach vorne, lass Platz da, okay? Komm weiter nach vorne, lass Platz da. In dem Namen Jesu, Hautausschläge fallen jetzt ab, in dem Namen Jesu. Rashes must leave in the name of Jesus. Da wo Dinge in der Schulter, wie so eine Schulterdislokalie, die ist geheilt, in dem Namen Jesu Christi. Shoulder pain will be healed in the name of Jesus. Weil sein Wirken da ist. He is here. Seine Kraft ist da. His power is here. Seine Macht ist hier. His might is und here. Und begegnet dir, weil ist, wer ist. And he will encounter you because he is who he is. Weil ist, der ist. He will heal you because he is who he und is. Schaut dich an and und he looks will at you heil machen. And will make you well. Lass uns ihn anbeten, okay? Let us come before him together. Auch alle Selbstverdammnis gerade jetzt geht. In the name of Jesus, we command the self-condemnation will have to go now. Jesus, danke für die Realität deiner Liebe gerade jetzt hier
Thank you, Jesus, for the reality of your love right now. Heiliger Geist, danke. Holy Spirit, thank you. Die Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in dein Herz durch den Heiligen Geist. Hope therefore does not lead to disgrace, for the love of God has been poured out over you. Und gerade jetzt kommt Gott mit seiner Liebe und dieses Licht seines Angesichts scheint über dir. God is coming with his love and the light of his glory will shine upon you. Und seine Liebe ist da. His love is here. Und seine Liebe reicht hinein in die tiefsten Tiefen deines Herzens. And his love will reach the deepest depths of your heart. Danke, Jesus. Thank you, Jesus. Danke, dass dein Leben, dass du richtig neue, dass du wiederbelebst hier. Thank you, Jesus, that your life revives us. Und da, wo diese, auch diese Scham da ist. And there, where there is shame. Jesus sagt, schau mich an. You, Jesus, say, look into my face. Nicht warum. I'm not looking why. Sondern wer. But looking for who. Er schaut dich an. He is looking at you. Da, wo Verzweiflung ist. Where there is desperation. In dem Namen Jesu kommen wir da. In the name, wir da einfach ein neues Leben hinein. In the name of Jesus, come and speak in new life. Lass uns einfach weiter anbeten und vor ihm stehen und anbeten. Let's keep worshiping and standing before him. Sein Angesicht schauen. Looking into his face. Und geh nicht weg, bevor du nicht Gebet bekommen hast. And don't leave until you've received prayer. Wenn du Gebet haben möchtest. If you want prayer. Du kannst auch gern einfach dich verteilen und einfach ganz persönlich dir Zeit nehmen für Jesus. And you can also, you know, just spread out and take time for Jesus. Es geht um Jesus. It's about Jesus. Und dich. And about you. Ihr beiden zusammen. The two of you together. Amen. Like a hurricane, I am a tree, bending beneath the weight of his wind and mercy. When all of a sudden I am unaware of affliction clips by glory, I realize just how beautiful you are. Glory, I realize.
Dass all die, die noch kein Gebet bekommen haben, dass ihr einfach euch ein bisschen weiter nach vorne bewegt und wir einfach weitergehen in der Anbetung. Wir wollen das gar nicht abreißen lassen. Just like to ask that everyone who has not received prayer yet, that you kind of come more to the front, so einfach ein bisschen leichter dann, dass wir wissen, wo Leute sind. Oh, wir sind doch viele. Halleluja. It's many. Okay. Halleluja. Einfach alle Ministry-Leute, die noch irgendwo zur Verfügung stehen, kommt einfach mit nach vorne. Okay. All the ministry people that might be available, please come. Yeah, yeah, yeah. Mm-hmm. How he loves. Oh, he loves us. Oh, how he loves us. Oh, how he loves us. Oh, how he loves us. Yes, he loves us. Oh, how he loves us. Oh, how he loves us. Oh, how he loves us.
Jealous for me, Lord God. Oh, I thank you, Lord God. Sing it very personally. Sing how he loves me. Oh, he loves me. Oh, how he loves me. Oh, how he loves me. Oh, how he good in me. You are love, you are love.
are whole, you are whole, you have covered all my sin. You are peace, when my fear is crippling. You are true, even in my wandering. You are joy, you're the reason that I sing. You are life, in your death has lost its sting. And though I run into your arms, I run into your arms, the riches of your love will always be enough. Nothing compares to your embrace. Light of the world forever reign. You are more than my words could ever say. You are Lord. Will proclaim you are here in your presence. I'm made whole. You are God of all else. I'm letting go. And oh, I run into your arms, I run into your arms. Herr, wir sind so glücklich über diesen Tag, an dem du uns errettet hast, Herr. Herr, wir sind so dankbar, Herr, dass wir dein Angesicht sehen dürfen durch Jesus, unseren Herrn und unseren Heiland, der sich uns zuwendet. Herr, es ist so schön, Herr Jesus, dich zu kennen. Es ist so schön, den lebendigen Gott zu sehen, der sich um uns kümmert, der uns liebt. Oh, der sein Leben sogar für uns gegeben hat. Und dich wollen wir preisen, Jesus, Herr. Dich wollen wir loben, Herr. Herr, wir wollen Danke sagen heute Morgen, Herr, für deine Gegenwart, Herr.
Wir wollen Danke sagen, dass du dich erniedrigt hast, Herr, und dass du Mensch wurdest, Herr, Herr, um uns zu retten. Danke, Jesus, Herr, dass du uns begegnet bist heute Morgen, Herr. Danke, Jesus, dass du dich uns neu zugewendet hast. Herr, wir lieben dich, Herr. Herr, wir lieben dich, Herr. Oh, wir brauchen mehr von dir, Jesus, Herr. Oh, lass uns ganz durchdrungen sein von deiner Liebe. Jesus, du bist Sieger, Herr. Jesus, du bist Sieger. Herr, du sitzt auf dem Thron, Herr. Oh, zu dir rufen wir laut, Herr. Aber Vater, unser Vater im Himmel, du bist gut, Herr. Denn du hast uns alles gegeben, was du hattest. Deinen eigenen Sohn, Herr, um uns zu zeigen, wie sehr lieb du uns hast. Oh, ich danke dir für all die Menschen, die heute ganz neu, Herr, wirklich dir begegnet sind. Segne du sie reichlich, Herr. Und lass sie wirklich mit einem freudigen Herzen heute vollends in den Tag gehen, Herr. Salbe du sie mit deiner Kraft und mit deiner Liebe, Herr. Und dich wollen wir loben und dich preisen, Herr. Vielen, vielen Dank, Jesus, für deine Kraft und Herrlichkeit. Danke, Jesus, Herr. Danke, Herr. Rescued me, sing it out, that Jesus is alive. Empty cross, the empty grave, life eternal, you have won the day. Shout it out, that Jesus is alive. He's alive. Come on. And oh, happy day, happy day. You wash my sin away. Oh, happy day, happy day. I'll never be the same. Forever I am changed. When I stand in that place, free of my spirit, face to face. Perfect peace, every pain finally proceeds. Celebrate, Jesus is alive. Come on, he's alive. He's alive. And oh, happy day, happy day. You wash my sin away. Oh, happy day, happy day. I'll never be the same. Oh, happy day, you wash my sin away. Oh, happy day, happy day. I'll never be the same. Forever I am saved. Oh, what a glorious day. What a glorious way that you have saved me. Oh, what a glorious day. What a glorious day. Oh, come on now. Oh, happy day, happy day. Come on. You wash my sin away. Oh, happy day. Happy day, I'll never be the same. Oh, happy day, happy day. You wash my sin away. Oh, happy day, happy day. I'll never be the same. Forever I am changed. Hallelujah, Jesus. Amen. Amen.
Ihr dürft euch noch kurz hinsetzen. You may be seated for a minute. Ich habe noch was Wichtiges wegen den Workshops. I have an important announcement for the workshops. Und ich bitte die folgenden Leute nach vorne. And I'd like to ask the following people to come forward. Jared, Brian, Cornelius, Becky, Franz, Jimmy Hong, Janine, Georg, Markus Gold, Vicky. Kommt ihr mal bitte zu mir nach vorne. Would you please come forward? Also wir haben ja jetzt heute und morgen Nachmittag um 15 Uhr verschiedene Workshops. So at 3 p.m. this afternoon there will be different workshops. Und wir haben die Workshops an zwei verschiedenen Standorten. And these workshops will be in two different places. Einmal hier auf dem Messegelände. One here in the Mesa area. Und einmal in der Gemeinde Gottes hier in Schwenningen. And the other one at the Church of God in Schwenningen. Das sind die Leiter davon. These are the leaders of those workshops. Die werden euch ganz kurz sagen, was sie machen. They will introduce real shortly what they're doing. Erste Workshop hier, Worship, das wird hier in der Messe stattfinden, in diesem Saal. The first workshop is Worship, that will be here, actually in this auditorium right here. Okay. So, this afternoon, or you are a musician or a singer, I invite you to come and let's just explore this gift of worship that God has given us. Here, so the girls can go there for once. Leadership is a subject that's very dear to my heart. Leitung oder Leiterschaft ist etwas, was mir sehr am Herzen liegt. I've got the privilege to pour into young leaders pretty much all over the world, and I'm very über den Heiligen Geist sprechen. I will be speaking about the Holy Spirit in der Gemeinde Gottes Gruppenraum 2. In the Church of God Gruppenraum 2. Wir wollen so ein bisschen anfangen mit was wer der Heilige Geist ist, was so tut. First of all, we'll talk about the Holy Spirit, what he does. Und dann werde ich ein bisschen darauf eingehen. Gut, mein Name ist Georg. Ich werde Selbstverteidigung anbieten. My name is Georg. I'll be teaching self-defense. Self-defense. There it is. Das wird auch stattfinden in der GECO im Saal unten. Ja, hallo, ich bin die Becky Franz und wir werden was ganz Tolles machen über Mission. I'm Becky Franz. It's all good. Ja, hallo, ich bin Janine. Okay, my name is Janine. Hallo. Und ich biete einen Tanzworkshop an. I'll be offering a dance workshop. Die Choreografie steht schon. The choreography is already finished. Aber jeder ist dazu eingeladen, seine Ideen dann auch einzubringen. Und representing the team of more people that will be doing the counseling. Wir sind ungefähr 10 Leute. It's about 10 of us. Die haben alle so ein grünes Band um. Those 10 people all have this thing hung around their necks. Und da steht drauf, let's talk. And it says on it, let's talk. Und ich mache keinen Workshop, wo man teilnehmen kann. It's technically not a workshop where you participate. Sondern wir wollen euch echt ermutigen, dass ihr auf mich zukommt oder auf die anderen. We want to really encourage you that you either come to me or the other 9 in the team. Und einfach mit uns sprecht, wenn ihr irgendwas auf dem Herzen habt. And that you speak to us and open up about something that may be on your heart. Es gibt ja viele herausfordernde Messages, die ihr hier schon gehört habt. There's been a lot of challenging messages that we've already heard. Und es kann sein, dass ja, irgendwas einfach auf eurem Herzen liegt, was ihr gerne ansprechen möchtet. And maybe something is on your heart that you want to speak about. Dann kommt einfach auf uns zu. Then just approach us. Und wir sind heute Nachmittag im Lounge-Bereich und auch morgen. And this afternoon we'll be in the lounge area. Ja, also Jimmy ist unser Sex-Guru. Jimmy's our Sex-Guru. Also, ich bin ja eigentlich Missionar. Und ich sollte eigentlich einen Missionsworkshop geben. I was supposed to do a missions workshop. Ich habe gesagt, ich würde viel lieber über Sex reden. And I said, I want to talk about sex instead. Und ich habe mir das mal zur Aufgabe gemacht, das mal ein bisschen biblisch zu betrachten. And so I made it my job to look at this biblically. Einfach weil es ein Thema ist, das so geläufig ist in der Welt. Because it's a topic that is very, very common in the world. Aber doch sehr street workshop. My workshop will be the street workshop. Ich denke, wir haben alle schon irgendwie Gott erlebt in den letzten Tagen. I believe that all of us have experienced God in these 2 days. Aber ich glaube auch dran, dass wir Gott nicht nur hier erleben können, sondern auch auf der Straße. But I believe that we can experience God not only here, but also on the street. Und das auch auf die gleiche Art und Weise. And in the same way even. Wir gehen in die. One of them is sports. Es besteht die Möglichkeit, hier Eislaufen zu gehen oder schwimmen zu gehen. There's the possibility of going, on ice skates or going swimming. Das Ganze geschieht auf Eigenverantwortung. All of this is done on a voluntary basis and you are responsible for yourself. Ihr müsst den Eintritt selber bezahlen, müsst schauen, wie das